Junge, ich weiß nicht, was wir machen und jeder bereut es hier zu sein, jetzt schon. Ja. Ich am meisten. Es ist sehr eng und der Enrico muss sogar auf Kisten sitzen, weil ich nur... Na, egal. Jedenfalls haben sich hier fünf sehr mutige Männer versammelt insgesamt. Mutig? Das ist dumm. Ja, das stimmt, das ist richtig. Ja, Mut ist immer mit Dummheit verbunden. Nein, Alter, ich hab die Schnauze jetzt schon voll. Von diesen Drecksnüssen. Wir machen heute die Death Nut Challenge, die mir selbstverständlich in der Fanbus geschickt wurde. Das ist übrigens die Version 2. Ja, fünf Stufen, fünf Nüsse pro Mann. Jamal, bist du bereit? Nee, eigentlich überhaupt gar nicht. Das aber Leute, alles gut, wir haben hier Herr Doktor und Herr Doktor. Die haben gefälschte Doktorarbeiten, das sehe ich dem Mann in seinem miesen Lächeln. Wenn es das irgendwo zu kaufen gibt, ist es verlinkt in der Beschreibung. Milch wurde sich schon bereitgestellt in rauen Mengen. Sogar Bio-Vollmilch. Alter, hast du die geklaut oder hast du im Lotto gewonnen? Na gut, wir lassen das. Kühlung? Ja, das ist, mir hat jemand mal eine Fanpost geschickt, da waren ein Haufen Schätze von irgendeinem riesigen Casino. Und da war dieses Festing-Gold mit dabei. Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet, aber ich hoffe einfach, es bringt mir Glück. Können wir noch, wir können gerne noch eine halbe Stunde reden. Ich habe irgendwie nee, so Muffels aus. Ja, oh, nee. Komm jetzt. Ich wäre auch fürs Reden. Also jedenfalls haben wir fünf Stufen. Erste Carolina Reaper und Schokolade. Ach, hört auf. Dann Carolina Reaper und Ghost Pepper. Carolina Reaper und 7 Pot Brain Strain, was auch immer das ist. Dann zweimal Carolina Reaper, das ist die doppelte Dosis. 7 Pot Dougla Peppers und dann die 5 ist die Todesnuss. Also ich hab mich, Die Todesnuss! Ja. Zweimal Carolina Reaper, Morguga Skorpion, 13 Millionen Scoville Capsaicin Crystal. Na gut, damit kennt ihr euch ja aus. Ja, doch nicht quasi. Henry. Können wir jetzt einfach mal loslegen. Ich hoffe, ich will diese Drecksnuss fressen. Das ist eine Überraschung, was für ein Stück. Alter. Junge, ach, die sind so richtig einzeln verpackt, wie die schon aussehen. Die haben da so richtig nach dem Schärfegrad hier gerötet. Oh. Ja, das ist ja krass. Okay. So kannst du, wer was bestellen will, kann 5 Euro mit dem Code SAVE5NOW. Mit dem Blödsinn. Ja, okay. So, die Todeskaution, Extremely Hot, wear gloves, good luck, how far did you go? Post your video and show the world how tough your taste buds are. Ja gut, also die Regeln, wie soll ich das ausdrücken? Also hier steht es ja nochmal schwarz auf weiß. Keine Flüssigkeiten oder Nahrung sind erlaubt, bis das abgeschlossen ist sozusagen. Schwachsinn. Blödsinn. Scheiß auf die Regeln. Ich vertrage keine scharfen Sachen und ich werde dir als erstes brechen. Das also ist nicht so schlimm. Wenn du den Krankenwagen rufen willst, dann gib mir meine verfickte Milch. Man sollte jedenfalls die Nuss kauen für 15 Sekunden und das schlucken halt. 60 Sekunden warten, also man wartet dann sozusagen eine Minute nach dem Verzehr der ersten Stufe, danach geht es die zweite Stufe zu sagen. Junge, zählt das schon unter Tierquälerei eigentlich? Nein, das zählt unter Bastardquälerei. So was machen ja auch nur Bastarde, so eine Scheiße. Genau, ja. After eating, oh, das klingt schon mal gut. Nachdem man die Stufe 5 gegessen hat, also die Todesnuss, muss man 5 Minuten aushalten, um die Challenge abzuschließen. Was? Warte mal, was muss man? Ja, also 5 Minuten, also man darf im Prinzip nichts konsumieren zwischen den einzelnen Stufen und 5 Minuten nach der letzten Nuss. Also ich bezweifle stark, dass das heute auch nur einer von uns wirklich so schafft, wie es vorgegeben ist. Aber ich würde mich persönlich für mich schon freuen, wenn ich Stufe 3 schaffe, sag ich wenn mal so. Wenn ich das jetzt alles aufreißen würde und alles auf einmal essen würde, dann bist du tot. Dann wäre es einfach vorbei. Das ja, aber da wären wir gerettet. Denk ja. mal daran. Bei 5 Mann sind 4 gerettet. Aber heute bitte kein Märtyrer-Tod. Nicht ein andermal. Nee, mach hier kleine, große. Ja, genau, gib mir die größte, du Bastard. Nee, schon dir. Junge, nee. Hier ist einmal so eine und einmal so ein fettes Ding. Achso. Ich hab schon. Hier werden wir. So. Na los. Mahlzeit. Okay. Oh. Oh. Scheiße. Na, die geht. Ja. Nee, das ist nicht. Das ist aber Quatsch, wenn ich jetzt aus dem Schorf.
Wir haben jetzt so mehr oder weniger. So pfeffrig irgendwie. So, so mehr oder weniger gesagt, dass wir jetzt halt die Challenge so unter uns machen. Wer zuerst säuft, hat dann halt verloren. Wer zuletzt säuft, hat dann halt so mehr oder weniger gewonnen. Wer am weitesten kommt, mal gucken. Wer halt die dicksten Nüsse hat. Oh, das geht, das kann man essen. Alter, irgendwas Geistes an, wirklich. Oh. Okay, die ist drauf. Ich finde die nicht so extrem, sondern ich finde dieses Pfeffer irgendwie, als würde dort. Würdest du Pfeffer nehmen und einfach irgendwas zum Nachspülen? Kampf. So. Stufe 1, und die Leute legen sich ab, gut, okay. Rico, oh, du bist ja schon hochrot. Hey, die Räume! Ja, ich will nie einatmen. Das ist immer. Machen wir direkt die nächste, die zweite, komm. Das klingt nach einer Ansage. Was jetzt hier? Oh, mein Maulschuss. Oh. Du, was haben wir jetzt hier? Carolina Reaper und Ghost Pepper? Oh. Ich muss jetzt machen. Wegen Geschmack. Junge, nee. Ja, Kalb! Also ich muss sagen, die erste Stufe geht. Also ich hatte panische Ängste, dass es mich schon bei der ersten Stufe komplett brechen wird, aber es geht. Ey, komm. Es geht wirklich. Ich esse sonst eigentlich sehr, sehr selten scharf. Ich bin da eine richtige Pussy. Ja, ja. Und wenn das ich sage, dann passt das schon. Also habt euch nicht so. Schütze einmal aus, ist egal. Ja. Ich wisch den Tisch dann ab. Ihr leckt ihn ab. Junge, die waren ja immer größer, die Nüsse. Prost! Kampf! Ja, mal, kannst du das Video. Warte, man muss es sehen. Na los. Ja, sehr gut. Kampf! Oh. Okay, die geht. Finde ich. Das schmeckt noch, ja. Oh, nee, okay, Scheiße, ich habe was anderes gesagt. Was? Die ging aber. Ich brauche ein Taschentuch. Oh, fuck, meine Nase tropft übelst. Aber, Hä, hey, was zum Teufel? Also, ich finde, die ist nicht so stark wie die erste. Also, die zwei. Weil du gewohnt bist, Also die, nee, also im Vergleich, das schmeckt ja so mild im Gegensatz zu 1, das ist ja, außer das im Fall, ja, okay, gut, nee, jetzt wird's scharf, jetzt. Ich bitte darum, an dieser Stelle ein besonderes Augenmerk auf den Tropfen zu werfen, der sich an meiner Nase befindet. Der wird mich noch lange in meinen Träumen verfolgen. Oh, da hat's getropft. Ist jetzt hier eigentlich verrückt. Kalte Luft. Man kann extrem von der Spitze. Junge, das, also ich habe gerade das große Maul gehabt, aus Bereu. Also jetzt Level 3, Heat Level Medium. Alter. It's getting real. Oh. Carolina Reaper 7 Pot Brain Strain Peppers, was ist denn das? Keine Ahnung. Schau mal, was ist denn das? Hm? Du musst das wissen. Gehirnbindungspfeffer. Oh, die sehen schon böse aus. Oh, ich nehme die hier. Alter, Junge. Sieht man das? So. Das. Oh. Junge, Junge. Oh, die riecht. Oh. Junge, mit der Milch wird irgendwie schlimm. Nee, es wird schlimmer irgendwie mit der Milch. Oh. Muttermilch? Ja, der Kamel ist der Einzige, der Milch trinkt. Das ist ja, Wasser. Ja. Ja. So, ich dachte, das ist so. So, okay, rein mit der Scheiße. Sag das. Ja, mal. Ja. Du hast sie ja gar nicht gefressen. Irgendwie die zweite hat mich schon krass. Hast du die nie gefressen? Die zweite hat mich schon extrem rum. Okay. Ich finde alles für in der Zeit. Oh. Was ist denn? Oh, ja. Oh, sorry. Ja. Alter. Oh! Nee. Alter! Oh. Oh. Hat Temperament. Das war jetzt Temperament. Die hat Temperament. Die kommt langsam, aber wenn sie kommt, dann. Also, ich muss ehrlich sagen, Alter. Ich bin schon mal die erste positiv auf. Okay, die dritte ist heftig. Ja, mal. Stabil trotzdem. Du Schwanz. Merk, es geht auf deinen Namen. Lul. Oh, die dritte ist brutal. Okay, ich muss jetzt auch was trinken. Oder warte, ich halte es. Ich trinke was, aber ich mach weiter. Also ich muss auch was trinken. Alter. Ich glaube, wenn ihr jetzt trinkt, macht das schlimmer. Ach, Schwätz. Scheiße, Alter. Oh, die dritte ist brutal. Mal kurz die Mäuler hier. Oh. Alter. Schau mal. Steven? Ich bin halt die erste Pussy, die ich schon bei der 2 aufgeben muss. Max, ich wollte. Hallo. Wie ist die 3? Da bist du. Ich brenne im Nachhinein. Rico? Deine Hautfarbe sieht gar nicht gut aus.
Ich sag auch gerade dieser. Noch geht's, noch geht's. Okay, das ist ein krasses, ekliges Gefühl. Ich habe ja die Hot Shit Challenge nie mitgemacht damals. Ist wie schlimm hast du das? Weil ich mir sicher war, das wird böse. Also das wird schlimmer enden, als mir das jemals lieb war. Und ich habe wirklich Angst gehabt vor der Hot Shit Challenge. Und jetzt ist diese Scheiße hier und ich habe mir so gedacht, ach komm, jetzt machst du es mal, scheißegal ob du brechen wirst. Und deswegen finde ich so krass, dass ich jetzt noch im Rennen bin und der Kamel und der Don einfach ausgeblieben sind. Und ich würde sagen, so langsam bin ich bereit für die vierte Nuss. Also wer ist jetzt noch bei der vier mit dabei? Ich mach's ja. Okay, also wir drei. Ne? Okay. Pain sets ins. 2 Carolina Reaper, 7 Hot Douglas Red Peppers. Was ist denn da? Man weiß ja nicht mal, was das eigentlich ist. Das ist immer noch. Was steht denn da? Die 7? Ist das 7 Mal da drin oder was? Nein, das sind unterschiedliche. Es gibt welche, die vielleicht ein bisschen schwächer sind und es gibt welche, die Motherfucker sind. Ach, Papa, das ist eine. Ach, egal. Also ich muss sagen, die 3 hier war jetzt wirklich nicht. Oh, die sehen böse aus. Ich hab richtig Angst. Ich rieche den Hund ein bisschen her. Also, Mann. Ich hab richtig Angst. Riecht ein bisschen wie die scharfe Soße beim Döner. Ich würde am liebsten noch kurz Pause machen, aber ich will jetzt hier nie die, nee, die Leute. Nee, Feuer frei jetzt hier. Ich will bloß noch meinen Ventilator richtig richten. Dass wenigstens die Kühlung hier startet. Also dann, wenn die dann gegessen haben, packen alle die Milch und heim weg. Alter, die 4, die wird jetzt richtig brutal. Die 4? Los, hier! Los. Oh, die brennt nach, Alter. Respekt vorm Gender. Ja, die brennt, glaube ich. Ja, oh Gott. Der macht die direkt auf die Zunge. Auf die Zunge. Ich habe die erste, würde erstmal. Ja, damit die Leute das sehen, die denken ja, ich lasse sonst irgendwo meine Maske verschwinden. Aber das ist ja noch in der 7. Ja, die müssen das ja sehen, dass ich das. Also, okay mit euch? Also, bis jetzt ja. Aber ich denke mal, das ist so eine Falle. Dass man jetzt denkt, okay, hier, was ist hier los und so, ist ganz müde und auf einmal zerfeuert sich von innen heraus, bis dein Gehirn anfängt zu brennen. Der Max hat schon so viel Schaufel und der kann nicht mehr reden und der Schender redet, das wäre gar nichts. Ja, das ist das Testosteron, ihr Schweine, ihr verdammten Wichser, Alter. Also ich muss schon sagen, das wird sehr weh. Boah. Aber meine Leber brennt auch, mein Ohr. Aber irgendwie ist die vierte nicht schlimmer als die dritte. Nee, die ist harmlos. Na, warte erstmal, bis Luft reinkommt, das war auch bei der. Oh, das ist so richtig. Oh. Aber, okay, jetzt geht's los. Jetzt sag Alter, ich bin. Doch mal nicht. Ich laufe aus, Alter. Aber die nächste scharfe Stelle, du kannst jetzt immer den Schänder mitnehmen. Das geht mir so auf den Magen, Alter. Man muss einfach gewohnt sein, seinen verfickten Körper Schmerz zuzufügen. Dann wollen wir beide ein halbes Stück. Was? Los, Gamel, Don, komm, ich könnte die halbe Tier, die ist echt nicht so schlimm. Komm, aber meine Opa, das war Spaß, das war wirklich Spaß. Junges, ein Mann, ein Wort. Wenn ich Max sehe, der schon viel stärker, schärfer verträgt als ich. Du bist Mexikaner? Ja, aber ich bin in Deutschland verrechtlicht, also. Nee, sorry, ich bin raus. Echt? Ja, das ist krass. Nicht im Mund, im Bauch. Junge, das hätte ich mir im Leben ja denken können, dass ich im Finale mit einem Löhner zu zweit bin. Der Mann wird sich. Also es schmerzt ja immer zweimal, ne? Nee, das Krasse ist ja auch, dass wir auch bei dem. Oh Mann, das ist doch. Nee, sorry. Also ich habe heute Schweinebauchstreifen und Nudeln gegessen. Ich dachte, damit bereite ich mich gut vor, anscheinend hat es funktioniert. Also ich ziehe einen Hut vor euch. Macht ihr weiter? Ja. Aber erstmal kurz 2 Minuten. Was jung. Oh, diese Schmerz. Ich mal lieber aus dem Weg, ne? Ja, Daniel, mach dir mal. Ich habe mir vorher gesagt,
die 3 und ich bin zufrieden mit mir. Aber die 3 und die 4 sind. Warte. Die 3 und die 4 sind gleich scharf. Machen wir noch nie. Ja, das müssen das die Leute zweifeln, sonst. Ja, für die Kamera. Verschwörungstheorien, hör auf die alle Hüte. Ja. Oh, erstmal kurz warten. Warte, ich schneide das schon auf. Also die 3 und die 4 sind eigentlich gleich scharf. Und ich kann jetzt aber reden, das tut einfach weh. Jedenfalls, die beiden haben Straußeneier, Alter. Noch nie was sagen. Nee, kannst du die Nüsse nochmal in den Eimer haben, bitte, dass sie nicht hier verwechseln? In den Eimer hier rein? Nein! Einfach in die Milch, sondern die Milch trinken. Oh, Junge. Das ist so ein scharfer Milch, okay. Das ist zu weit, Alter. Okay. 13 Millionen Skorpione. Zweimal Carolina Reaper. Morgua Skorpion. Also hier ist die Schärfe eines Skorpionschwanzes mit drauf gepriselt worden. Und irgendwelche Kristalle, keine Ahnung. Wir haben diese Scheiße jetzt hier rein. Wie viel hat er letztes Mal, der Chip? 2 Millionen. Ja. Und der ist 13 Millionen. Das hier ist jetzt 13. Also mir brennt die Nase, meine Oberlippe brennt wie Sau, meine Zunge brennt wie Sau. Also wie ich das richtig verstanden habe, ist das Schärfste, was es gibt? Nö. Nee. Gibt noch Schärferes. Ich meine das aber vom Chip aus. Kennst du die Sarah Wendler? Ja, geht egal. Alter. Ich hätte das an New York. Das ist richtig gruselig. Ne? Alter. Was ist denn los, Mann? Also ich könnte jetzt wie die Kleine nehmen, aber ich nehme es einfach die hier. Komm, Mensch und Mensch, wenn wir uns schon wirklich Schaden zufügen, dann nur richtig. Das ist immer meine Devise. Könnt ihr denn als letztes einfach jeder 2 Stück nehmen? Ja. Alter, ein blödes Maul. Ja, wer nach der 2 aussteigt, Alter. Nimm die 3 Nüsse, sperr dein Maul auf. Ich habe genug Kraft dafür. Um ja, weil. Schmecken lassen. Alter, der Geschmack, Junge. Ich glaube, ich muss wirklich machen. Nee, ich. Kampf! Erst in einer Viertelstunde, ich bin mir so. Jetzt geht's wieder. Oh. Okay. Oh, der Autismus gekickt. Zieh den Handschuh aus, zieh die Handschuhe aus, sonst fasst ihr alles an. Und treibt euch dann damit ein. Wo ist denn? Wo ist denn die Lotion? Oh Gott. Ja, mir ist richtig schlecht gerade. Oh nein, mir ist die ganze Zeit schon schlecht, das geht gar nicht. Also mir geht's gut. Nee, mir geht's gar nicht gut, das ist gerade mein Rachenfeuer. Aber ich will gewinnen, deswegen darf ich nichts trinken. Ich warte. Alter, das Gesicht, das sieht, sagt alles. Ich tropfe. Wie Jimmy Wolle im Gesicht? Nee, aber das tut weh, also das Leiden. Guck mal Markus an, der ist nicht aufgepumpt. Als wäre die Hütte Steroide. Ich weiß nicht, mich hat einfach die Scherbe nie wirklich gestoppt. Ach, halt's Maul, das ist wenn dich das nie stört, dann trinke ich jetzt was. Also Enrique, du hast trotzdem echt den Mies, Alter. Ja. Das brennt im Magen, ja. Im Magen, oder? Das, im Mund geht das eigentlich. Aber im Bauch? Im Bauch, Alter. Alter. Das ist Junge. Ich muss sagen, jetzt noch. Junge. Eigentlich. Also, okay. Alter! Fuck! Oh nee, Alter, das ist so ekelhaft! Na Milch! Oh Junge! Oh Gott, das ist ekelhaft, das Gefühl! Oh Junge! Sorry, ich war gerade wirklich kurz zum Brechen, Alter. Also, ich weiß nicht. Oh, nee. Das ist... Ich muss schnauben, das geht einfach nicht. Ach, egal. Also, ich muss sagen, 80% des Leidens ist bei mir Speiseröhre und Bauch, im Mund eher nicht. Aber es ist so extrem im Bauch. Also, das ist wirklich... Enrico, wenn du nie reierst, bist du schon stark. Aber dieser Mann, der hat... Nee, ich muss nicht kotzen, das sind einfach nur Qualen, Schmerzen, einfach nur Schmerzen. Wo tut's dir am meisten weh?
Rachen. Im Rachen? Der Rachen, ja. Was? Oh, das hat die ganzen Nüsse. Bis zur Stufe 5 hat es nicht einmal im Rachen. Das fühlt sich an, als könnte jetzt Benzin spucken. Ich laufe komplett aus. Junge, aua. Ganz ruhig. Ey, hier sind noch drei übrig. Also. Super, jetzt hast du die angefasst. Das ist richtig. Das sind 1000 IQ-Move. Ach nee, ich bin so dämlich. Ja, das bleibt den ganzen Abend noch dran. Wenn du da hinwickst. Ich halt meinen Sack nicht berühren. Ja, ja. Jungs, ihr habt's geschafft. Ich bin innen drin voller Rotze und... Und ich voller sämtlicher scharfer Gewürze. Diese Sprachnachricht hat der Schänder eine halbe Stunde später in die Gruppe geschickt. Oh, Alter. Junge, jetzt gehen die Magenschmerzen los. Junge, das... Oh, Alter, das sind ja übelst die Krämpfe, Junge. Alter. Das ist noch schlimmer als... Oh, Alter. Junge, das ist ein Nüsse stechen.